Also ich persönlich liebe ja Geschenke, also sehr. Ich mache sie nicht so gerne, ich bin nicht so gut im Geschenke machen, aber ich liebe sie zu bekommen. Und wenn ich diese Bilder sehe von Weihnachten im Schuhkarton, wo diese Kinder diese Kartons aufmachen, das finde ich immer sehr, sehr cool. Wo ich denke, diese leuchtenden Kinderaugen, dass sie was mitkriegen an Geschenken, aber auch noch an Message, das finde ich eine schöne Kombination. Ich finde es erstmal super, dass Weihnachten im Schuhkarton wirklich was schenkt. Also das ist einfach das, was die Herzen der Kinder erfreut. Das ist total gut, aber anders als bei anderen wird halt hier noch kombiniert, dass es auch noch eine Botschaft gibt. Dass es einfach noch die Liebe Gottes auch noch weitergegeben wird, nicht nur in Taten, sondern auch noch in Worten und auch noch in Materialien dazu und Einladungen dazu. Und das finde ich eine tolle Verknüpfung, diese zwei Sachen zu verknüpfen. Wirklich Diakonie und auch gleichzeitig noch das Angebot, Gottes Liebe kennenzulernen. Dass es auf einmal Respekt und Wertschätzung bekommt, da denkt irgendjemand an mich. Und ich glaube, dass das ganz viel machen kann mit dem Selbstwert von den Menschen. Und wenn dann noch die Verknüpfung kommt, dass es ein Angebot gibt, Gott und Jesus kennenzulernen, da vielleicht neue Hoffnungen oder neue Aussichten, neue Perspektiven in ihrem oder in seinem Leben zu bekommen, das persönlich finde ich nochmal wirklich eine spannende Kombination. Ich finde, in jedem Schuhkarton muss viel Schokolade sein, weil ich sehr persönlich Schokolade total super finde. Und ich hätte mir, ich bin schon so ein